Uffbase und herzlich willkommen zum Neumeier Podcast. Ich bin die Christine und heute in der SAP Arena bei Bühlen-Ceylan. Noch ist hier leer, aber bald strömen die Massen hinein und die schnappen wir uns und geben ihnen die Möglichkeit, Bühlen zu fragen, was sie schon immer wissen wollten. Eben ganz getreu nach dem Motto, frag doch mal den Bühlen. Okay, dann fangen wir mal mit dem ersten an. Hey, yo, Bühlen, ich bin's, Mike, Mann. Ey, wo direkt kommst du her aus Mannheim? Das ist, was ich wissen will, Mann. Das ist aus Bühlen, Mann. Cool. Aus dem Waldhof, ja, Mike. Mike hieß er, gell? Genau. Ja, Waldhof Mannheim. Was von einem Landsmann? Der wollte das hier wissen. Ich bin der Murat. Ich wollte fragen, ob er diese Comedy-Show in Türkei machen kann. Und ich finde, die Leute, ob sie lustig finden oder nicht, ich weiß auf nicht. Ja, sympathisch. Ja, also in der Türkei meinte, ne? Ja, das ist halt natürlich. Ich hab schon einen Auftritt gehabt in Istanbul über das Goethe-Institut und da musste ich das natürlich genauso habe ich das Programm durchgezogen. Also natürlich jetzt nicht das, es war was anderes. Das glaube Döner for One hieß es noch. Und das kam super an. Aber es waren halt Deutsche oder Türken, die Deutsch können. Okay. Und ist halt ein bisschen schwierig. Also in türkischer Sprache wird es schwer. Ja, da kommen wir nämlich gerade zum nächsten. Da haben wir nämlich einen, der wollte nämlich das hier wissen. Ach, das sieht mir ähnlich. Der war bei mir auf der Kampfstunde. Hallo, ich bin Genjeyim. Wir Cousinim, seni soracaktım bir. Ne zaman yine Türkçe öğreneceksin bizle konuşmak için? Annen den özlüyor seni. Oh, das habe ich selam söylerim. Das habe ich sogar fast verstanden. Und ob ich Türkisch kann, beziehungsweise ob ich das gelernt habe oder nicht, oder noch lernen werde, sowas habe ich in der Fall ob ich reden kann. Und ja, ganz, also ich verstehe mehr, hast du ja gesehen, aber so reden ist, wird schwierig. Also, dass du jetzt ihm auf Türkisch antworten könntest, klappt nicht? Doch, ben türkische bilmiyorum, türkische konuş çokas. Okay, dann passt auch der Nächste, der Klaus. Ja, hier ist der Klaus aus Worms. Bist du jetzt Türke oder nicht? Ich bin erstmal Mensch, ein Monomer. Aber mein Vater ist Türke, meine Mutter ist Deutsch. Und ich habe natürlich für die Zuschauer bin ich oft der Monomer Türk. Und mir ist im Grunde genommen egal. Ich vermittle gerne natürlich zwischen beiden Ländern und oft gelingt mir das mit der Integration, aber im Grunde genommen, wenn man mich fragt, wie fühlst du dich, dann bin ich Europäer. Europäer. Ja. Nicht Manama? Manama, Europäer. Mensch. Mensch. Manama, Mensch. Dann haben wir die zwei. Also ich bin die Corinna. Ich bin der Philipp. Und wir würden gerne wissen, ob du mal was mit Rammstein zusammen machst. Rammstein. Weil wir würden dich gerne mit Rammstein zusammen sehen. Rock die Bude, woo! Ja, also ich würde gerne mal was mit Rammstein machen, ne? Weil ich finde die Band auch geil, aber mal gucken. Ne? Ist ja auch so deine Musikrichtung, oder? So Heavy Metal ist ja, so. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich war auf Wacken, das größte Metal-Festival der Welt. Also ja. Mehr kann man nicht beweisen, dass man Metaler ist. Also das ist einfach geil. Und was hast du da gemacht? Hast du da dann ein Comedy-Programm gemacht oder einfach mal so auf die Bühne Hallo sagen? Nee, ich habe schon ein Comedy-Programm gemacht. Ich war überhaupt der erste Komiker, der auf so einer Hauptbühne durfte. Und da war ich auch ganz stolz drauf, aber das heißt noch lange nichts. Also du musst auch rocken dann. Und habe halbe Stunde Comedy-Programm gemacht. Natürlich am Ende mein Rocklied und so weiter und bin auf Leute im Schlauchboot, erzähle ich auch in Wille Kreatürken darüber. Aber wie gesagt, also da schon Comedy-Programm und die haben gut gelacht. 80.000 war geil. Okay, dann gucken wir mal. Die zwei wollten noch was wissen. Ja. Hallo, ich bin der André. Hallo, ich bin die Tina. Bülent, unsere Frage an dich. Was machst du die halbe Stunde vor deinem Auftritt? Oh, das ist mal eine interessante Frage. Das ist gut. Also erstens singe ich mich ein bisschen warm, weil ich habe ja auch, also nicht nur, weil ich im Programm singe, sondern überhaupt, ich merke jetzt, heute ist der fünfte Tag. Also ich habe ja zwei Tage, also Frankfurt Arena, dann Freiburg Arena und jetzt, heute ist der dritte Tag Mannheim und du merkst das schon, ne? Du merkst das ein bisschen angeschlagen und du musst dich halt immer warm singen. Ich meine, das ist schon krank. Ja? Selbst Mario Barth hat noch zu mir gesagt, du bist doch krank im Kopf, ey. Der macht ja drei oder vier Tage und dann macht er wieder ein paar Tage Pause. Ne? Und das ist ja auch der normale Weg. Ja? Aber ich mache dann gleich sechs Tage hintereinander Arenen und das ist schon krank. Aber ist jetzt so passiert, aber trotzdem muss man natürlich alles geben. Heute, genauso wie gestern und vorgestern, gebe ich heute und morgen auch nochmal alles.
Und du musst natürlich dann ein bisschen warm singen, ein bisschen entspannen. Da gibt es noch ein Team-Meeting, 7:45 gibt es ein Team-Meeting, da hypen wir uns hoch. Ne, da stehen wir alle im Kreis und dann wird Musik gemacht und dann headbangen wir. Also es ist eine geile Tradition, also was da alles genau gemacht wird, das sagen wir nicht, aber es gibt eine Tradition und dann motivieren wir uns, das ganze Team, also mit Techniker und, die treffen uns alle vorher. Und dann, wie gesagt, und dann kommt dann so langsam, wenn noch die Hornummer gekämmt und dann geht's auf die Bühne. Dann geht's auf die Bühne, okay. Fragen wir doch mal diese Dame. Hallo, mein Name ist Maria und mich würde interessieren, ob du dir deinen Erfolg genauso vorgestellt hast. Ja, dass mein Erfolg so krass wird, dass in die 10.000, also jetzt München Olympiahalle oder in der Schweiz, im Hallenstadion, wo auch 8.000 Leute da waren, das ist schon krank. Ja. Also das darf man nie als selbstverständlich sehen und sehe ich auch nicht als selbstverständlich. Ich danke nur dem lieben Gott, dass es so geworden ist, dass auch mit der Auszeichnung bist der Komiker, jetzt Blumenmaulorden und alles. Ja. Das ist schon geil. Also wie gesagt, also ich danke dem lieben Gott dass es, und dem Publikum natürlich, also euch Fans. Blumenmaulorden haben wir auch noch was. Und zwar der Martin, ein Mannheimer Urgestein würde ich es jetzt mal nennen, der hat nämlich die Frage. Ja, Bülent, mich würde interessieren, ob du das Lied, das alte Mannheimer Originallied kennst. Mein Name ist Martin. Kennst du das? Ja, ich kann es aber nicht auswendig. Kannst du nicht auswendig? Willst du mal reinhören? Weil ja. Martin hat nämlich auch noch was zum Besten gegeben. Schau mal kurz. Es geht so, wir sind die Mannheimer Stromer und wohnen rechts vom Roy. Ich habe tiefe Tasche und kaufe Englisch ein. In Mannheim hat es gebrennt, da sind wir hier gerannt. Wir wollten eben schoschen, doch haben sie uns verdroschen. Welcher in Mannheim ist gemütlich, da fährt man mit der Chaise. Der eine gaulert Blattfies, der andere ist nervös. Andere weiß ich im Moment jetzt nicht. Ja, das ist schon mal gut. Aber kann dieses Lied. Ja, super, ich habe schon mal davon gehört, aber so habe ich es noch nie so singen gehört. Also super. Ja, muss es auswendig lernen. Ich glaube, eigentlich muss ich es mal. Sollte man, ne? Ach, wenn man einen Preis ehrlich? Für einen Monat kriegt. Ach, eigentlich sollte man. Wir geben es dir mit, dann kannst du auswendig lernen. Okay. So, ich glaube, dann haben wir noch zwei Damen. Gerade auch nochmal, weil wir es vom Erfolg hatten und du das ja gar nicht hattest träumen lassen. Vor allem hat es ja schon in der Schule bei dir angefangen. Mhm. Und die wollten das wissen. Hi Bülent, wir interessieren uns dafür, ob es wirklich stimmt, dass du im Ludwig-Frank-Gymnasium sitzen geblieben bist. Nee. Luisa und Vanessa. Nee, was sind das für Gerüchte? Ich bin nicht sitzen geblieben, nee. Ich bin wirklich nie sitzen geblieben. Also ich schwöre, bei Gott, ich bin nie sitzen geblieben. Ich war da in der Hinsicht immer strebsam. Muss auch sagen, habe Abi gemacht mit 2,2. Also ist okay für einen Türk. Ja, oder? Ich würde sagen, wir hätten es jetzt mit den lustigen Clips. Ich weiß zwar, dass du nichts über Familie und sowas preisgeben möchtest, ist ja auch klar. Aber wir haben uns gefragt, jetzt gerade mit Weihnachten, wie wird denn bei dir zu Hause Weihnachten gefeiert? Kannst du da was erzählen? Also Weihnachten ist ganz normal, wie jeder andere, ein Christbaum und Weihnachtsgeschenke, ganz normal. Also das ist auch normal. Ich habe eine katholische Mama und die hat uns das alles immer beigebracht und der Vater musste einfach mitmachen. Okay, und der Papa war dann Nikolaus. Und dann singen wir Allah Jahre wieder. Gut, dann würde ich sagen, herzlichen Dank, Bülent, dass du dir die Zeit genommen hast und wünschen dir weiterhin viel Erfolg und freuen uns, dass so jemand Tolles aus unserer Region kommt. Dankeschön. Ich danke dir. Danke. Jetzt gehen wir noch was essen.